Das nächste Casting ist Faces und auf dem Weg war echt Anspannung in der Luft. Die anderen Mädels, die wollen jetzt endlich diesen letzten Job. Ich bin rausgekommen, ich habe eine spontane Einlage mit dem Dehnen gemacht. Das heißt, ich habe wirklich, wirklich alles gegeben. Und deswegen ist meine Enttäuschung so ein bisschen größer, weil ich weiß halt nicht, was ich hätte besser machen können. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Für uns heißt es weiter Bestes geben und nicht aufgeben. Und ja, ich hoffe so sehr, dass es klappt. Mein Name ist Stefan Berger, ich bin Gründer und Inhaber des Faces Magazins. Ich bin Julia Gelau, ich bin Geschäftsführerin vom Faces Magazin mit Sitz in Berlin. Wir suchen heute ein Model für ein 8-seitiges Editorial inklusive Cover. Ich glaube tatsächlich, das ist so das Real-Model-Leben, weil man halt die ganze Zeit so einen engen Zeitplan hat, ja. Ja, voll aufgeregt, vor allem ich finde Faces Magazine auch richtig cool, also ja. Richtig gute Ästhetik sozusagen, ja, würde voll zu mir passen, deswegen finde ich es mega. Hallo. Hallo, ich bin die Luca. Ich bin Lena. Schön, dass ihr da seid. Ja, wollt ihr uns mal die Marke geben? Ja, gerne, super. Gleich. Vielen Dank. Vielen Dank, danke schön. Also jetzt gibt es ja noch eine letzte Chance, einen Job zu ergattern und das ist für das Magazine Faces. Ich hoffe natürlich, dass ich irgendwie über von mir überzeugen kann. Ja, wir sind ein edgy Lifestyle-Magazin, aber wir sind ein bisschen frech und so ein bisschen laut auch. Bei Faces dachte ich mir schon von Anfang an, das wäre jetzt, wenn man das so sagen darf, eigentlich mein Traumjob. Habt ihr denn schon viel produziert auch? Also habt ihr, bevor ihr ins Casting gegangen seid, schon Erfahrungen vor der Kamera gesammelt? Also ich habe selber schon Erfahrungen vor der Kamera gesammelt. Ich habe so in verschiedenen Bereichen, jetzt nicht im Modelbereich, aber ich habe das auch immer selber organisiert. Ich stehe auch auf so edgy Sachen. Ich weiß nicht, vielleicht sieht man das auch ein bisschen. Ich mag einfach so dieses Extravagante. Ich mag es einfach in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Also ich würde sagen, Kameraerfahrung jetzt halt durch GNTM auf jeden Fall im professionellen Bereich. Davor eher so Social Media, TikTok und so weiter. Da präsentiere ich mich selber. Also würde ich mich beschreiben. Super. Die Herausforderung heute ist natürlich die, wir haben hier Haute Couture. Das heißt, die Kleider sind bereits da. Also ich will diesen Job unbedingt. Das ist einfach so mein Ding so. Und das wäre einfach das Krasseste überhaupt. Dann würde ich sagen, würden wir gerne dich zum Fitting mal rüber bitten. Gerne. Kannst du noch mal reich rüber gehen. Für dich tut es mir jetzt hier leid an der Stelle, aber jetzt, das kommt immer ein bisschen auf die Produktion an, aufs Konzept an. Ganz viel Erfolg noch in der Show auch. Genau, bitteschön. Vielen Dank. Wir sehen uns gleich wieder im Kleid. Super, bis gleich. Es ist schon irgendwie traurig oder ein bisschen so enttäuschend, dass man halt jetzt keinen Job bekommen hat. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, das ist das erste Mal, dass ich zu irgendwelchen Castings so richtig gegangen bin. Ich glaube, ich heul, wenn ich den Job bekommen würde. Ich würde mich einfach so freuen. Ich freue mich ja jetzt schon und ich habe den Job jetzt auch nicht. Also. Also ihr seid alles sehr spezielle Typen, das auf jeden Fall. Jetzt für das heutige Shooting sehen wir es gerade mit keiner von euch tatsächlich. Aber wir finden euch ganz toll und wünschen euch auf jeden Fall weiterhin alles, alles Gute. Tschüss. Macht's gut, tschüss, danke. Falsch gemacht haben sie nichts, es ist nur der Funke nicht übergesprungen, würde ich sagen. Mir ist es nach wie vor super, super wichtig, einen Job zu bekommen und Faces ist jetzt der letzte Kunde, also gebe ich noch mal alles. Der allerletzte Job und alle wollen ihn haben. Also ich bin fasziniert von dem Job, dass wir überhaupt die Chance haben, auf dieses Cover zu kommen. Ja, das will ich unbedingt haben. Hi. Wunderbar. Hallo, herzlich willkommen hier beim Casting von Faces Magazine. Ich bin Janita, ich bin 20 Jahre alt. Leider erst zwei Fotos. Ja, aber absolut. Du hast schon Erfahrung im Shooting-Bereich? Ich habe vorher noch nichts gemacht in der Richtung. Fühlst dich aber wohl vor der Kamera? Ich fühle mich super wohl und eigentlich auch sicher. Ich bin Paulina, ich bin 32 Jahre alt. Okay. Ein bisschen untypisches Modelalter. Faces-Magazin sagt dir was? Natürlich, klar. Ich finde es auch total cool, weil es geht viel um Edginess, um High Fashion auch und um auch viel um Beauty. Und die Fotografie finde ich auch total toll. Ich interessiere mich auch selber total für die Fotografie. Perfekt, das war ein guter Einblick. Dankeschön. Das Gefühl ist natürlich richtig krass, wenn man denkt so, hey, ich glaube, ich habe sie gecatcht. Ich glaube, sie haben Interesse an mir. Ich bin die Sophie, ich bin 18 Jahre alt und ich möchte einfach eine Leinwand sein für einen Künstler. Und ja, deswegen bin ich hier. Toll. Sehr gut. Na?
jetzt bete ich einfach nur, dass ich den Job kriege. Ihr habt eine tolle Ausstrahlung, jede von euch. Und wir haben uns jetzt entschieden, für die nächste Runde möchten wir sehr gerne Anita einmal weitersehen. Wir wünschen euch alles Gute. Schön, alles dass ihr Gute. Da wart. Danke euch allen. Danke. Natürlich bin ich enttäuscht, weil das meine letzte Hoffnung war auf den letzten Job. Und es hat leider nicht gereicht. Ich bin schon echt traurig. Ich muss mich daran gewöhnen. Wir alle müssen uns daran gewöhnen, auch Absagen zu bekommen. Mich schon ein bisschen an, dass jetzt bei den zwei Castings nicht geklappt hat für mich. Aber jetzt ist ein drittes und letztes Casting und das will ich jetzt umso mehr. Ich möchte es unbedingt, unbedingt, unbedingt. Vor allem die Mädels haben jetzt schon ein bisschen erzählt und so wie es sich anhört, würde ich eigentlich ganz gut reinpassen. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt für mich klappt. Ich bin die Vivien. Ich bin 21 Jahre alt, komme aus Bayern. Ich habe 14 Jahre lang Ballett getanzt. Tanzen ist auch eine Leidenschaft von mir. Und ich finde, dadurch habe ich eben gelernt, wie ich mit meinem Körper vor der Kamera und mit meinem Gesicht spielen kann. Und ja. Sehr gut. Toll. Kennst du Faces Magazin? Hast du schon gehört vorher? Klar, kenne ich Faces, ja. Und wie findest du es? Mega. Ich finde das einfach richtig schön. Ich finde, dass ihr euch abhebt von anderen. Das ist besonders und das ist elegant und einfach was ganz anderes. Vielen Dank. Gerne. Ich bin die Lieselotte. Ja. Leider schon 66. Hey, mein Name ist Vanessa, ich bin 20 Jahre alt und ich bin eher so die ruhigere Person, elegantere Person. Ich bin die Luan, ich bin 18 Jahre alt. Ich liebe es, vor der Kamera zu sein, deswegen möchte ich eigentlich auch Model werden. Ich mag es sehr gerne aus der Menge herauszustechen, also ich verstecke mich nicht oder so. Ich singe gerne, ich tanze gerne und backen tue ich auch gerne. Okay. Sicher kein Nachteil, wenn man als Model auch gerne im Mittelpunkt steht, das auf jeden genau. Fall. Vielen Dank. Dankeschön. Wir würden uns jetzt kurz beraten. Ich schätze meine Chancen eigentlich gut ein. Wir haben uns entschieden. Für die nächste Runde würden wir gerne dich, liebe Luan, einmal dazu bitten. Ja? Ja. Das war aber eine Überraschung. Eine große Überraschung. Wir wollen das gerne einmal ausprobieren. Ja, ja. Sehr gerne. Ich bin in dieser Woche tatsächlich das erste Mal in der engeren Auswahl, ja. Deswegen freut es mich natürlich umso mehr. Luan ist einfach ein sehr spezieller Typ. Durch ihre Größe allein hat sie natürlich eine wahnsinnige Präsenz. Sie hat eine spannende Frisur. Und tolle Ausstrahlung über die Augen. Als ich dann nicht in die engere Auswahl gekommen bin, war es so ein Punkt für mich, wo ich dachte, okay, scheiße, du hast kein einziges Mal eine Zusage bekommen. Ich bin kein einziges Mal in die engere Auswahl gekommen. Das war extrem frustrierend und da habe ich auch echt mit mir gekämpft dann. Ja, ich glaube, enttäuscht ist man immer ein bisschen, aber das wäre auch blöd, wenn nicht, weil wenn es einem egal wäre, das wäre auch komisch. Die macht einfach zu wenig aus ihrem Potenzial. Die hat eigentlich, das ist ein ganz hübsches Mädel, aber da passiert einfach viel zu wenig. Und hübsch sein alleine reicht einfach nicht. Enttäuscht halt eher, gell? Ja, enttäuscht trifft schon ganz einfach. Ich denke, da muss man sich halt ein dickes Fell zulegen, dass man das nicht so Nein hat. Akzeptieren kann, das ist so schwierig. Mhm. Ich bin jetzt auch noch mal richtig aufgeregt und will mich eigentlich nicht reinsteigern, aber das wäre genau meins. Ja, also den Job, ich merke es jetzt gerade, jetzt werde ich auch ungeduldig und nervös, den will ich über alles gerade. Also es geht gerade nichts über diesen Job. Und ja, jetzt heißt es abwarten und bloß die Nerven nicht verlieren, aber ich will den wirklich, wirklich unbedingt. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe jemanden entdeckt, den ich kenne. Das ist ein Freund von mir. Also es sieht aus, dass es halt mein Typ entsprechend sein kann. Hallo, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Hallo, mein Name ist Noela, ich bin 24 und mit mir wird auf jeden Fall Freude bei der Arbeit sein. Ja, cool, vielen Dank.
Ich bin die Jasmin, ich bin 23 Jahre alt. Ich bin die Julia. Cool, ja, vielen Dank. Wir würden gerne euch zwei nochmals ins Fitting bitten und mal schauen, wie ihr in den Kleidern tatsächlich ausschaut. Ich finde dieses Extravagante und alles so toll und es wäre einfach nur ein Traum, diese Seiten zu füllen. Ja, super, hast du toll gemacht. Also ich würde schon sagen, dass das Magazin und die Mode eher zu mir passen. Ich erhoffe mir, dass es jetzt für mich klappt und ich auch der Heidi beweisen kann, dass die Kunden sich für mich interessieren. Das ist eine von den Castings, worauf ich wirklich weiß, ich scheitern werde, wirklich stark enttäuscht sein würde. Oh, pass auf. Okay. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt endlich mal einen Job bekomme. Hi, willkommen zurück. Vielen, vielen Dank für euren Einsatz. Das hat uns sehr gut gefallen. Ich muss euch aber leider sagen, dass wir die anderen, die wir in der engeren Auswahl haben, haben uns bislang doch noch ein Stückchen mehr überzeugt. Deswegen hat es heute nicht gereicht. Danke. Dankeschön. Ich bin echt ein bisschen enttäuscht von mir selbst. Und auf die Elimination Tomorrow, Heidi zu erklären, dass man zweimal in engere Auswahl kam, dass man aber nicht zum Schluss gekommen ist. Und die haben auch nicht genau begründet, warum nichts. Und das ist auch wieder mit Fragezeichen. Oh, anstrengend. Das will ich gerade meinem ganzen Leben. Ich auch. Ich würde alles, ich würde mir dafür eine Glatze rasieren. Ja, ja. Also wirklich, ich will diesen Job unbedingt haben. Wirklich, das ganze Herz schlägt gerade nur dafür. Ja. Ich glaube, so weit will ich nicht gehen. Ich meine, ich bin ja kurz davor, aber so weit will ich nicht gehen, glaube ich. Aber mir so alles oder doch, alles oder nichts. Hi. Wir haben jetzt drei Models und jetzt wird die Herausforderung wirklich sein, für wen entscheiden wir uns? Ja, Stunde der Entscheidung ist da. Zuerst mal möchte ich sagen, ihr habt das alle wirklich toll gemacht, habt uns alle überzeugt. Ich will einfach diesen Job haben, egal wer weiterkommt, so bitte gebt ihn mir. Das ist dann nicht nur ein Job, sondern auch das Ticket für die nächste Runde. Natürlich ist so dieser Schritt, um dann den Job zu haben, nur noch ganz gering. Ihr seid alle sehr spannend auf eure Art. Vielen Dank. Es war schwer. Es war wirklich schwer. Wir haben auch ein bisschen gekämpft miteinander. Aber da sind wir nun. Da sind wir nun. Und du bist es, Luan. Wow. Oh mein Gott, danke schön. Gratulation. Dankeschön. Ja. Euch anderen also alles Gute. Ihr wart toll, wirklich. Dankeschön. Ich freue mich natürlich sehr. Ich hätte es, um ehrlich zu sein, gar nicht erwartet, weil natürlich auch Luca und Anita wirklich stark sind und wirklich super aussehen. Alles Gute, bis dann. Also es waren jetzt 4 Chancen auf einen Job, 4 Chancen nicht geschafft. Deswegen, ich habe schon Angst vor der Elimination. Ich bin natürlich mega enttäuscht. Ich hatte den Job, ich habe mich da einfach voll drin gesehen. Ich konnte mich voll mit dieser Zeitschrift, mit dem Magazin identifizieren. Knapp daneben ist auch vorbei.